bevor ich dann mit dem Stream anfange. So, offiziell, um hier mal das nachher und so gut zu machen, ne? Platz... Okay, wir fangen nochmal an. Platz 45 der besten Replays aller Zeiten ist das folgende, nämlich Freedom gegen Sweet aus der WEG von 2005. Ah, das ist 2005? Halt, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Das ist 9 Jahre her, Lukas. Jetzt kannst du zum Rechnen anfangen. Ja, aber das dauert zu lange, wenn ich das jetzt hier ausrechnen soll. Das war Patch 1.18. Das heißt also, da waren die Patch-Nummern noch einstellig nach dem Komma. Also, das ist schon echt ganz großes Damen-Tennis. Wenn ich den Aufzeichnungen, die ich hier habe, vertrauen kann... Oh, jetzt kommt die Allergie. Moment. So, ich entschuldige mich. Gesundheit. Ja, das ist ganz bitter. Ich habe übelsten Heuschnupfen und Pollenallergie und so. Was im Sommer nicht ganz so gut ist. Wir haben ein Game auf Turtle Rock. Das freut mich ganz besonders. Denn es ist Nachtelf gegen Undead Matchup. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich muss gleich nochmal niesen. Also mein alter Französischlehrer hat immer gesagt, wenn man niesen musste, Gesundheit und schöne Lehrer wünsche ich dir. Oh Mann, vielen Dank, Duratos. Wir gucken uns jetzt ganz kurz die Patchnotes an, bevor wir versuchen, das Game zu streamen für euch. Wir haben, wie angesprochen, Night Elf gegen Undead. Bei den Night Elves war im Jahre 2005 der Shadow Strike weniger Mana kosten, 65 statt 75. Fairy Fire hielt länger, 120 statt 90. Den Orb of Venom war stärker, 10 Sekunden statt 6, also nicht 8 wie gerade. Dryaden geben weniger XP, 40 statt 60, was ganz bitter ist. Der Tree of Life baut länger, 120 statt 110 Sekunden. Die Undeads, der Ziggurat Armor war niedriger, 1 statt 5, was übelst bitter war. Necropolis baut länger, 120 statt 100 Sekunden. Das Skelet Upgrades, erforschen war kürzer. Exhumed Corpses war teurer. 126 Gold, 100 Holz statt 75 Gold, 50 Holz. Und die Destroyer haben mehr Armor, 4 statt 3. Bei den Items, wie immer, der Tome of Experience war stärker, 150 statt 100. Und der Stuff hat einen Local Cooldown, das heißt, der kann übergeben werden. Item-Drop-Änderungen, es gab halt Lightning-Shields und so, statt Claws an bestimmten Spots. Also hier in Turtle Rock halt an diesen 4 Ogre-Spots, ne? Und genau. Der Wiederverkaufswert von Items war unabhängig vom Item-Level. Das ist sehr interessant. Kannst du mir das genauer erklären? ja, nein, kann ich nicht. Kannst du mir das erklären? Nein, deshalb frage ich doch. Ach so. Aber ich wollte dich nicht bloßstellen. Ach so, das ist sehr nett von dir. Nee, ich habe keine Ahnung, aber was ich jetzt doch gemacht. Vor allem, also ich meine, ich verstehe es schon, wenn man sich ein Item kauft, ne, und es dann wieder verkauft, dann kriegt man ja wenn eine da, ja, es gibt ja, es gibt ja diese schlechten Items, die droppen so bei so was weiß ich, so wie ein Slipper oder so oder Mantle of Intelligence, die geben halt nur wenig Gold, wenn man sie verkauft. Und andere halt mehr, aber jetzt steht er ja unabhängig davon. Also kosten die alle gleich viel, oder was? Ja, weiß ich nicht, aber es heißt ja auch hier der Wiederverkaufswert. Weißt du? Ich weiß es noch nicht. So, es wird schon gemeckert über die Qualität. Wie schlimm ist es? Also, das geht eigentlich noch, oder? Ja, weiß ich nicht. Also ich meine, damals, wenn man sich zurückversetzt, ich setze mich mal 50 Meter weg. Wenn wir damals die Chinesen-Streams und die Koreas haben, ja, da war das Bild auch nicht besser, Freunde. Dann war das wahrscheinlich sogar noch schlechter. Ja. Jetzt, oh, Janis versucht eine Erklärung. Jetzt ist das so, ein Item-Level, ein Verkaufspreis. Früher ein Item-Level, verschiedene. Ach so, also egal so, welches also Item. Also jedes Item hatte quasi wirklich seinen eigenen Goldwert. Genau. Und nicht die Claws, okay, und die Gloves of Haste den gleichen. Ja, okay. Ja, dann habe ich das jetzt auch verstanden. Es ist schlecht und viel zu klein. Was? Aber wir probieren das jetzt einfach. Ja, ja, uns bleibt jetzt auch nichts anderes übrig. Also. Wir können nichts machen. Also, wir gehen rein. Freedom gegen... Ich glaube, ich habe die Lautstärke nicht... Ich muss natürlich die Lautstärke im VLC ausmachen, damit man das Asia-Gelaber nicht hört. So, wir gehen rein. Lukas, ich mache den Sync.
sei ready auf Play zu drücken. Und zwar in 3, 2, 1, jetzt. Ah, wunderbar. Also ich habe den Sound auch vorsichtshalber schon ausgemacht. Aber das schöne Intro haben wir ja verpasst. Die stellen dann immer so die Spieler vor und da sieht man, glaube ich, auch immer so die Map, wo die gespawnt sind und so. Das war immer ziemlich cool. Oh, da sieht man, das war, glaube ich, der Freedom. Ja. Oh, jetzt sehen wir sogar die Map hier noch. Richtig nice. Oh, wir haben Close Positions. Sweet hier auf der rechten Vorderflosse und Freedom eins drunter. Wir haben Turtle Rock, wie gerade schon angesprochen. Oh, das wird ein richtiges Action-Game, glaube ich. Undead gegen Nidave, Close Position. Eigentlich ganz gut für den Undead, oder? Ja, kommt drauf an, was meint was denn der meint da auf die Minimap? Oh Mann. Okay, auf den Stream erkennt man das wahrscheinlich eh nicht. Also. Nee. Ist Undead, schwer zu erkennen. Ja, Close Posi. Das Problem ist halt, ich habe zu der Zeit selber weder gecastet noch selber Warcraft gespielt. Ich weiß nicht, was da schon gang und gäbe war von den Strategien her. Jedenfalls spielt der Undead Ghoule, scoutet hier mit einem Akolyten und auch Freedom scoutet hier Sweet aus, was er so am Bauen ist. Ja, welchen Hero wählt er? Natürlich den Death Knight. Und dann, ja, ich bin gespannt, was es gibt. Vielleicht ein Ghoul Rush, wenn das auch schon so Mode war. Auf jeden Fall der AOW-Creep. Der wurde, glaube ich, noch nicht so richtig erfunden, denn der AOW ist ziemlich defensiv gebaut und nicht so nah an den Turtles, die man ja heutzutage immer standardmäßig als erstes creept, um da schnell und einfach die ersten XP-Punkte zu bekommen. Aber dafür hat er was ganz Cooles. Ich weiß nicht, ob du es gerade angesprochen hast. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Das tut mir auch sehr leid. Er hat eine Neutral Hero BO. Da sieht man den Altar. Ach so, ja. Ja, deswegen haben die Caster ja so lustige Smileys an die Taverne eben gemacht. Ach so, ja, das erklärt natürlich einiges. Wir können das nicht fixen, Freunde. Also ich kann das nicht ändern. Und auch die Mausführung, falls die schlecht ist, ne, das sind halt wir nicht. Das ist wirklich einfach nur so ein Videomitschnitt von dem Game an sich, weil es da mit den Replays ging das noch nicht. Oh, Firelord First! Leck mich am Mocker, das ist doch ein Scherz, oder? Close Pose gegen Undead und er wählt den Firelord First. Was gibt das denn? Ich weiß Alter, es nicht. Das wird, glaube ich, richtig crazy. Also, Will er ihn pushen? Will er ihn Tower rushen? Will er mit AOWs? Will er rüberlaufen? Was hat er vor? Das ist halt schon echt übel. Ich meine, so eine Dark Ranger hat natürlich den Riesenvorteil. Man kann sie nicht keulen. Aber, ja, so ein Firelord kann halt gekeult werden, genovert werden. Jetzt haben wir hier sogar die First Person von Sweet, der damals noch bei SK Gaming war. Zusammen mit so Leuten wie Foff und, wer war da noch? Foff, Sweet, Zeus, Fury? Nee, Four Kings Fury, aber Zeus, glaube ich. Nee, ich glaube, der war der nicht auch bei Four Kings? Nee, Mad Frog war da noch, ne? Ja, Mad Frog war da. Ja, Four Kings war Zeus und Fury, ja. Wenn ich das hier gerade so gesehen habe, also Sweet, also da ist mein Micro besser, das, wenn ich das jetzt mal so vergleichen darf. Ja, er kriegt jetzt hier den zweiten Turtle-Spot und erreicht damit Stufe 2, während der Night Elf auch schon auf Stufe 2 gecreept hat und hat Observer Wards gefunden. Das ist ein sehr geiles Item, wie ich finde. Schade, dass es da jetzt, dass es heutzutage nicht mehr gibt an diesem Spot. Und nein, will er echt jetzt hier den Red Spot creepen? Aber guck mal, er hat auch schon eine ganz schöne Masse an Ghule. Er muss den ersten auch keulen. Und ja gut, wenn er erst auf die Berserker geht, die natürlich von den Armor-Punkten, von den Armor-Typ her, sind sehr anfällig gegen die Ghule. Hat er das gescoutet, der Night Elf? Da läuft er direkt rüber. Er ist auch immer noch T1, der Night Elf. Hat noch nicht getaggt, hat eine Hunter's Hall gebaut. Also vielleicht gibt das ja echt, vielleicht will er wirklich Massen und direkt dann zum Undead drüber gehen. Will jetzt auf jeden Fall erstmal jetzt hier Creep-checken. Und wir sehen leider keine Lebensbalken, sonst wüssten wir, wie viele Ghule hier low sind und ob er die vielleicht easy kicken kann. Hat auch nur ein Lava-Spawn, keult nochmal den Ghoul, damit kommt er weg. Ah, jetzt kommen die Lebensbalken. Einige Archer hat er da schon, 5 Stück. Und geht der Ghoul nochmal down? Yo, der geht down. Na, fast Stufe 3 aber schon für den Death Knight. Und hat den großen Creep hat er auch beenden können, hat Belt of Giant Strange gefunden. Und den letzten Ogre, den holt sich hier jetzt der Night Elf. Ja. Übrigens hat mich Janis gerade nochmal geflamed und aufgeklärt. Das waren He-Man, Zakat, Madfrog und Insomnia. Sollte man schon kennen, die Namen, wenn man mal WC3 gespielt hat und geguckt hat früher. Ich kann leider das Level vom Firelord nicht erkennen, aber ich würde raten, dass es 3 ist. Nee, ich glaube, der ist so gute 2,5 ist der. Okay. Ja, das kann auch halt sein. Er hat halt den kleinen Turtle-Spot vor seiner Base gemacht und den Ogre-Spot. Ja. Und jetzt hat er dann noch ein bisschen was abgestaubt von den Ghoulen. Ah, okay, jetzt doch T2-Tick auch beim Nachtelf. Und guck mal, also heutzutage baut man doch nicht mehr so viele Archer. Okay, aber heutzutage spielt man auch nicht den Firelord.
Ich wüsste gern, wo er die Observer Awards schon geplantet hat, oder wenn überhaupt. Was ist das? Eine Illusion Wand. Hat der Undead gefunden. Ja, der Night of Creep ist den großen Turtle Spot. Hat auch den diesen Passiven da geskillt und nicht das Silence, findet einen Mana-Abzugstab, findet er, und hat damit auch Stufe 3 erreicht, genauso wie der Undead mit seinem Death Knight. Und da sehen wir erstaunte Gesichter über den Fire Lord. Er hat jetzt sogar Huntress mit dabei, also ich weiß nicht, was da los ist, aber Huntress gegen Undead, das ist halt so, ne? Und jetzt baut er hier einfach einen Tree of Life und einen Ancient Protector. Aber der Death Knight scoutet das direkt mit der Illu. Aber da hüpft ihm halt das kleine Lava-Kondom hinterher und macht die gleich kaputt. Wir sehen hier nochmal Freedom, der da ganz konzentriert seinen Fire Lord über die Map schickt. Und ja, Sweet weiß halt ganz gut Bescheid. Jetzt kommt es hier zum Fighten. Jetzt zieht er hier auch die Huntress. Und die Archer machen natürlich einen ganz guten Schaden. Da fliegen nochmal ein paar Gleben. Und wir haben hier Double Crypt Gargoyles. Und das wird jetzt halt gleich richtig schwer. Also zumindest halt mit den Huntress. Mit den Archern geht das ganz ordentlich eigentlich. Aber er braucht halt da Dryaden. Ich würde gern wissen, wie weit der Tech ist beim Nidalee. Und Sweet läuft halt einfach nur weg. Währenddessen jetzt hier, ja, Frieda macht das schon gut. Versucht hier den Weg abzuschneiden. Nochmal eine Coil. Rettet hier nochmal einen Ghoul. Und jetzt muss der Death Knight hier gleich aufpassen. Aber jetzt sind hier auch die ersten Gargoyles am Start. Ja, interessante Strategie. Also die Archer und die Lavaspawn sind natürlich gut gegen die Gargoyles und er hat auch den ersten AP in der Base, er hat auch einen AP an der Echse direkt und dann wird es mit dem Gargoyle Harris schon schwer und jetzt mit seinen massigen T1 kann er hier echt auch ziemlich easy den Shop creepen. Ah, die Stufe 2 Lavaspawns, die machen mit den Ghoulen aber auch was sie wollen. Er kann echt nur weglaufen, der Undead. Ja. Also Tier 2 ist fast durch. Ah, ist jetzt durch. Ja. Ist jetzt durch, ja. Bin mal gespannt, was er hier vielleicht als Second Hero wählt. Vielleicht noch irgendwie was Crazyes. Ein Pitlord oder vielleicht sowas. Also ja, wenn, dann richtig. Er braucht halt eigentlich einen Panda. Also wenn er ein bisschen Standard spielen will, jetzt haben wir hier 4 Gargoyles, braucht er einen Panda am Brewmaster. Einfach mit Drunken Haze Breath of Fire gegen die Gargoyles. Solange die keinen Stoneform haben, geht das ganz gut. Danach kann man das richtig geil blocken. Wir sehen hier beim Undead jetzt ein Slaughterhouse im Bau, also Sweet, auf dem Weg zu Tier 3. Und jetzt wurde hier auch direkt der Mana-Abzug stark benutzt, wie ihn Lukas so gerne nennt, die One of Mana-Stealing. Und jetzt geht's hier auch so ein bisschen auf den Death Knight, sofort wieder hier die Lava-Spawns gesammelt. Und er hat einfach massig Tier 1 Heroes, Units, und jetzt kommt er hier, der Panda am Brewmaster. Also wenigstens der Second Hero ist Standard. Weißt du, was mir jetzt gerade noch eingefallen ist? Über die Patches hinweg haben sich doch die Heroes auch ein bisschen geändert. Also ich meine, der Firelord zum Beispiel, der Passive, diesen Angriff, und wenn die Einheit dann stirbt, dann explodiert die ja, ne? Ich weiß nicht, wie der Skill heißt. Incinerate. Die hat, glaube ich, früher kein Mana gekostet. Echt? Und mittlerweile kostet die ja Mana. Und deswegen skillt man das nicht mehr, sondern stattdessen ja den Silence, den Soulburn. Okay. Und deswegen spielt man, glaube ich, auch den Firelord, ne? Oder hat man noch gespielt. Aber wir haben in den Patchnotes haben wir nichts über Helden gelesen, also da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, und jetzt kommt hier der Harris von den Gargoyles, bekannt und auf Turtle Rock gefürchtet, weil man kann hier einfach so abusen, mit dem Wasser, mit den Bäumen, also das ist halt schon echt bitter. Jetzt kommt hier der erste Ancient of Lore für Freedom. Ich kann auch leider das Supply nicht lesen. Ich glaube, dass Freedom 46 hat und Sweet 48, aber das ist halt keine Garantie jetzt hier. Der Panda wird jetzt solo gecreept, was auch dringend nötig ist. Ein Level 3 Panda gegen die Gargoyles braucht er hier einfach ganz schnell. Und das Level 2 ist auch direkt am Start. Was findet er hier für ein Item? Heutzutage gibt es da ja eine große Mana Potion oder eine große Invu. Aber damals gab es für ihn eine Scroll of the Beast. Ja, ich glaube, mit seinen Master 1 Units gar nicht so schlecht, wenn er wirklich nochmal, wenn das gleich zum Kampf kommt und dann zündet er die und die ganzen Archer dann mit dem Plus Damage auf die Gargoyles. Aber gut, ich glaube, der Undead möchte im Moment nicht so keinen offenen Fight eingehen, sondern einfach weiter Harrison, versuchen ein paar Wiz zu killen vielleicht, ein paar Gebäude im Aufbau abbrechen, hat jetzt auch den Lich als Second Hero zur Army hinzugefügt. Und ist der Undead schon T3? Ich weiß es gar nicht. Ja, der hat auf jeden Fall schon getecht. Ja. Okay, 50 Supply für Freedom. Und der Undead ist, glaube ich, auch an die 50 Supply. Jetzt fliegen die Gargoyles wieder in die Base hinein, aber das bringt ja gar nichts. Wollen die nochmal den Ancient of Lore abbrechen? Schaffen die das auch? Ja, müssen sich echt zurückziehen gegen den AP und gegen den Lava Spawn und gegen den Fire Lord. Kriegen da zu viel Damage. Ja, und wie gesagt, der Night of, der hat seine Base unter Kontrolle. Er hat die Echse.
er hat gleich seine T2-Units dann, und wenn er da erstmal so eine kritische Masse an Dryaden kriegt, dann kannst du da mit Gargoyles ja, auch nicht viel machen, gerade wenn du halt die Echse hast und der Undead nicht. Der muss halt gleich ein gutes Timing finden für den entscheidenden Go. Der Undead, sonst hat ja auf jeden Fall der Knight die Oberhand. Gerade auch wenn der Panda ja gleich Stufe 3 wird, und das wird er vielleicht an diesem Spot, ich weiß nicht, ob das reicht schon. Vielleicht gibt's hier gleich einen Creep-Check, aber der Panda hat auf jeden Fall schon mal eine Scroll of Healing dabei, was ganz wichtig ist, aber auch der Lich hier mit der Scroll, natürlich für die Gargoyles ganz, ganz wichtig. Eine große Heal-Potion, auch ein richtig gutes Item hier, gegen den Nuke der Undeads, und der Panda wird jetzt hier Level 3 erreichen. Auf der anderen Seite creept hier auch Sweet nochmal so ein bisschen, der Lich tankt, wie man das kennt, und das müsste Level 3 für den Lich sein. Bin mir aber nicht ganz sicher, könnte auch Level 2 sein. Ich glaube, das ist eher Level 2. Ja, ich glaube auch, weil der Death Knight war beides Male genau, beim Shop dabei. Und da jetzt beim Turtle Spot beim Creepen mit dabei. Das heißt, die haben sich die XP geteilt. Ich glaube, es ist Stufe 2. Ja, schade, dass man so wenig erkennt. Ja, schon. Aber jetzt könnte es zum Fight kommen. Und die Gargoyles fliegen links über dem Wald. Keine schlechte Posi. Ja, oh, da wieder Level Up auch für den Fire Lord. Der ist jetzt mindestens Stufe 4. Ja, ist und Nova, bam, da geht's auf die Huntress. Kann er die nochmal kicken? Nein, die wird rausgestufft. Schön gemacht von Freedom. Und der Undead ist hier, der muss die Beine in die Hand nehmen eigentlich. Oder will er das wirklich fighten? Nochmal den Mana abzustark benutzt. Call Nova auf den Fire Lord. Und ja, er macht hier so ein bisschen Hit und Run. Aber die Dryaden, die können ja auch slowen. Also ich weiß nicht, ob das so die richtige Wahl ist vom Undead. Vielleicht sollte er wirklich einfach komplett weglaufen. Und nochmal über 50 Supply gehen. Eine starke Army zusammenstellen, vielleicht mit Destroyern auch noch, dass er da die Lava-Spawns dispeln kann, weil die machen schon krassen Damage und dann auf einmal verdoppeln die sich und dann hast du ja doppelt so viel Probleme auch. Also Destroyer braucht er auf jeden Fall auch, muss er nur aufpassen, dass sie halt nicht von den Archern und Dryaden so schnell rausgefokust werden. Damals hat man sogar noch Scrolls of Protection gekauft, das hat man später dann vielleicht noch im Turn 2 gesehen, aber im Modern One eigentlich ganz selten. Aber der Fire Lord hier mit einer Scroll of Protection am Start. Jetzt wird hier nochmal gecreept. Level 4 müsste das für ein DK sein. Und, oder? Level 2,5 für ein Lich. Der Fire Lord geht nochmal eine Runde shoppen. Holt sich hier am feindlichen Shop quasi noch eine Scroll of Healing, was ganz wichtig ist. Hier dem Gegner einfach die Scrolls wegzukaufen. Kauft sogar gleich zwei Scrolls of Healing. Also hier, alles dem Undead wegkaufen und jetzt kommt ein zweites Slaughterhouse. Das spricht, denke ich mal, für Abos, Schrägstrich, Desis, Schrägstrich. Ja, genau. Vielleicht sogar mal ein Meatwagon oder zwei, aber ja, Hauptsache natürlich Desis und Abos. Und jetzt kommt es wieder hier zum Aufeinandertreffen in der Mitte der Map an der Taverne. Jetzt geht's auch noch so ein bisschen auf den Lich. Der haut hier direkt eine Nova rein. Call Nova auf den Archer, der Arme. Der kann einem schon leid tun, oder die Arme. Und der Lich zieht sich jetzt zurück. Drei Dryaden, vier Dryaden mittlerweile am Start. Da kann man schon mal ein bisschen was rauslohnen, gerade so ein Lich. Da kann man einige Coils forcen, wenn man das denn möchte. Aber der Lich hat einen Cyclone-Start, glaube ich, im Inventar. Ich weiß gar nicht, ob Sweet das schon gescoutet hat. Oben an der linken Vorderflosse hat der Night Elf nochmal expandiert. Ja. Und die ist, glaube ich, noch im Aufbau. Das hat er noch nicht gesehen. Eben auf seinem Rückzug ist er da nicht dran vorbeigelaufen. Der hat den Spot nämlich selber gecreept. Und das ist irgendwie so von der Psychologie her, wenn man den Echsen-Spot selber gecreept hat, dann scoutet man da irgendwie nicht, ob der Gegner da expandiert. Das ist mir auch schon oft aufgefallen, dass Spieler das dann irgendwie vergessen, nur weil man es selber gecreept hat. Tome of Experience für den Panda. Ja. Ja, das stimmt schon. Der müsste dann fast Stufe 4 sein. Vor allem. Oh, und der hat die Larius Flute of Accuracy hat er da gefunden. Oh. Sehr, sehr geiles Item. Für die ganzen Archer, für die Huntress, für die Dryaden, für die Lava Spawns und für den Fire Lord. Also quasi für alle außer dem Panda. Hier plus Damage. Ein richtig gutes Item. Ja, der an den Tepeta einfach direkt raus. Ja, ist auch die beste Wahl, die er hier hatte. Also er hat hier schon gut was an Gargoyles am Start, aber er traut sich halt trotzdem keinen offenen Fight eingehen und das ist einfach, weil der Panda halt Level 3 hat. Da haut so ein Breath halt schon mal rein und die Echse, die du angesprochen hast, ist halt fertig. Auch die Entangled Gold Mine steht gleich und dann heißt sie halt einfach zwei Echsen gegen keine und ich glaube, an der linken Hinterflosse wird auch noch eine gebaut und lange kann das Sweet nicht machen. Hier gegen quasi drei Base kämpfen oder sogar vier Base, das kann er einfach nicht zulassen. Vielleicht creept er jetzt dann mal seinen Red Spot auf der rechten Seite, ich glaube, da passiert nämlich gerade irgendwas, aber ganz sicher bin ich halt nicht. Und jetzt werden hier sogar Bären
und das Dryaden-Dispel-Upgrade rausgehauen. Und beim Undead gibt's jetzt Must-Statues, also Destroyer. So, und zwei Abos hat er auch schon dabei und den Schiffsort auch. Das heißt, er wird knapp 80 Supply jetzt haben und jetzt könnte es zum Fight kommen. Und wer alle den Fight verliert, dann müsste es eigentlich Ende Gelände sein. Drunk Knight's Breath of Fire und alles ist da geslowed und Mist. Und jetzt dreht er Undead um, wo der Debuff abgelaufen ist. Jetzt geht's drauf direkt vorne auf den Panda, der muss ich erstmal ein bisschen zurückziehen. Die ganzen Dryaden stehen vorne drin. Impel nur den Panda getroffen und ein paar Archer. Scroll of Protection, Scroll of Feeling direkt beim Night Elf gezündet. Und die Statue hinten, die halt auch ganz gut gegen den Breath of Fire. Nochmal Nova hinten in die Archer rein. Und guck mal, die Gude, die haben ganz den Umweg gelaufen von hinten und gehen jetzt hinten auf die Archer drauf. Nochmal Impel. Und wenn er die Archer jetzt herausfokust, dann hat er schon viel XP und viel Damage Output beim Night Elf genommen. Oh, der Fire Lord, der steht da mittendrin. Kann er den vielleicht nicht mal fokussen? Kolnova oder ähnliches? Die Abos, ne? Das sind jetzt drei, das sind vier Abos schon. Vier Abos und er hat gegen die Abos hat er gar nichts. Da muss der Night Elf raus tippen. Er wurde hier richtig geslaught hat. Geiler Split der Army mit den Ghoul einmal rumgelaufen. Kam man von hinten und vorne die Abos alles weggetankt und die Gargoyles natürlich gegen die Dryaden und schöne Impels. Kolnova, also den Fight, den hat Sweet auf jeden Fall glasklar gewonnen, fragt sich nur, der Dietef, der hat natürlich Gold-Income, also wie der letzte Jude, kann man sagen. Und er kann natürlich seine Army jetzt schnell wieder nachproduzieren und mit besseren Units, statt den Archern vielleicht jetzt Bären bauen. Oh, was macht er da? Jetzt geht er mit den Ghoulen, geht er echt auf den Tree of Life. Oh, nochmal First Person jetzt hier von Sweet. Ja, und er hat halt die linke Echse, die eine ist kaputt. Und die andere ist auch gescoutet, also das ist richtig gut hier gerade für Sweet. Und der hat jetzt hier natürlich mit seinen Abos richtig was zum Druck zu machen. Der Panda versucht da jetzt nochmal reinzuwatscheln, aber da kommt noch eine Abo und der Tree of Life links oben wird down gehen. Das Lava-Spawn wird auch gefokust und jetzt kommen hier nochmal ein paar Dryaden ran. Aber trotzdem, sieht richtig gut aus scheinbar für Sweet. Der Shop wird auch down gehen. Jetzt geht's hier so ein bisschen auf den Death Knight, aber die Abos stehen halt ganz vorne und die Dryaden stehen auch schlecht. Jetzt geht's auf den Panda am Brewmaster. Der hat hier Probleme. Der muss da auf jeden Fall zurückgezogen werden. Hatte aber noch eine große Portion of Healing im Inventar. Und ja, kann jetzt erstmal den Undead vertreiben. Aber ja, er hat halt zwei Echsen verloren. Ne, eine. Die obere, eine steht noch. Aber die wurde auch gescoutet, oder? Ja, gescoutet. Das Problem ist, die ganzen Ghule sind alle rot. Also da hätte den Kampf hätte der Tree of Life wahrscheinlich gewonnen, hätten die Ghule da was versucht. Er musste einfach mit der normalen Army hingehen, dann könnte er es auf jeden Fall kicken. Und das hat er jetzt, glaube ich, auch vor. Oh, guck mal, schön, mit zwei Dryaden versucht er jetzt hier die ganzen Ghule zu kicken. Aber die restliche Undead-Army kommt jetzt da hinzu, will natürlich seine Krabbelgruppe da beschützen. Sein Gangster-Squad, die schon gute Arbeit geleistet haben, indem die den Tree of Life den einen gekickt haben. Definitiv. Und jetzt fliegt er da mit seinen Air-Units und die restliche Army kommt auch hinterher, will er jetzt den Tree of Life will er kicken und das wär unglaublich wichtig, wenn er das schaffen könnte. Aber ich glaube, der Neide versucht das auch gar nicht mehr zu verteidigen. Er muss sich auf erstmal erholen von der vernichtenden Niederlage, die er eben da in der Schlacht einstecken musste. Aber ich glaube, die Echse hat sich gelohnt. Also solange wie die jetzt da stand, hat sie sich auf jeden Fall rentiert und die Wisps werden alle detonated. Das kostet natürlich gut Mana auf den Helden. Nichtsdestotrotz hat Sweet hier eine richtig scary Armee am Start. Also mit der kann man dem Night Elf auf jeden Fall wehtun. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob es hier wirklich Bären gibt. Jawohl, da sind sie. Bären und Dryaden. Also jetzt sind die ganzen Tier 1 Units, die jetzt, weiß ich nicht, glaube 20 Minuten lang richtig gute Arbeit gemacht haben, sind jetzt doch mal ausgetauscht worden gegen so ein bisschen teurere Units. Und wir gucken uns an, jetzt kommt hier wieder ein Go auf die Echse vom Night Elf, aber der Lava-Spawn steht schon da, sofort ein Breath of Fire und Drunken Haste durch, trifft auch ganz gut, zumindest die Abos, aber er will natürlich an die Gargoyles rankommen und jetzt kommt's hier wahrscheinlich gleich zum Fight, die Bären sind mit dabei, aber der Night Elf, beziehungsweise der Undead, die Goldmine, ich glaube noch 1600 Gold und dann ist Ende. Dann ist Ende und der macht gar nicht die Anstalten irgendwie zu Echsen oder so. Läuft er nochmal zum Red Spot? Ist der schon gecreept oder steht da noch was? Ich dachte eigentlich, dass es da vorhin mal gecreept wurde, aber nachdem er jetzt hier gerade Creeps unlockt, war das wohl nicht so. Und die Krabbelgruppe, wie du sie angesprochen hast, scoutet wieder einen Echsenversuch von Freedom. Der sollte vielleicht auch mal an seinen eigenen Red Spot gehen. Und jetzt wird hier tatsächlich auf Seiten von Sweet der Red Spot gecreept. Was gibt's da für ein Item? Der Death Knight findet da bis jetzt noch nichts. Der Lich kriegt nochmal ein Level up. Ach, das ist dieser Helm,
mit Agi, Helm of Valor, ja. Int, oder? Ich glaube Agi und Int, ja. Also scheiße. Ich finde, die Stats-Items sind sowieso nicht so gut, irgendwie. Wenn du das mal mit so zwei Circles vergleichst, dann geben die ja schon mehr. Und die sind, ja, stattdessen gibt es ja Auren, da gibt es alles Mögliche. Oder eine große Claw. Oh, jetzt könnte ich ja vielleicht zum entscheidenden Kampf kommen. Oh, die Bären stehen nicht so gut. Geiles Impel trifft in die Bären und den Pfeiler und Lavaspawn. Das Lavaspawn sollte er mal dispeln mit den Destroyern. Dann kriegen die auch Mana, macht dadurch mehr Damage. Boah, was ist das denn für ein Kampf? Abos gegen Bären. Oh, schöne Nova nochmal mit drei. Und das Impel. Vier Bären und den Helden getroffen. Sehr schön gemacht. Kann der Panda, wie viel Mana hat er noch? Kann er vielleicht noch ein bisschen ausrasten hier? Oh, der Passive vom Firelord. Natürlich die Units, die explodieren hier. Level up jetzt auch nochmal für den Firelord. Ist der Stufe 5 oder schon Stufe 6? Nochmal Stuff auf den einen Bären. Und der Panda auch nochmal Breath of Fire. Und da geht der Cryptlord sogar down. Wie kann das denn passieren? Hat er da kein Mana mehr für eine Call gehabt? Doch, er hat gerade noch eine geschmissen. Jetzt kommen auch noch Wisp dazu. Aber trotzdem hat der Undead, glaube ich, hier die Oberhand. Alle Bären sind down oder wurden rausgestufft. Es stehen nur noch ein paar Dryaden. Jetzt muss der Panda auch raustippen. Also obwohl er den Cryptlord verloren hat. Oh, da kommen nochmal ganz schön viele Wisp an. Aber einfach nur zum Detonaten. Jetzt haben die auf jeden Fall gar kein Mana mehr, die Undead-Helden. Das ist sind immer noch vier Abos und Destroyer hat ja auch noch ein paar Gargs. Also sweet, ich glaube, das sieht gar nicht so schlecht für ihn aus. Wenn er den Cryptlord, hätte er den nicht verloren, dann hätte er jetzt sofort wieder... Oh, der, guck mal, wie viele Bären. Ich glaube, der hat mindestens vier Bären oder so gerettet. Ja, der hat gut was rausgestufft. Und jetzt ist die Goldmine leer. Der Cryptlord wird nochmal revived. Wir nehmen auf vier Desis, vier Abos und drei Helden. Und die Slaughterhouses drehen sich beide noch. Also es sind wahrscheinlich nochmal zwei Statues. Und noch ein Tree of Life hier im Bau. Der wird aber auch wieder gescoutet. Also Sweet hier mit unmenschlichem Scouting am Start. Jetzt heißt hier Abo gegen Ghoul. Aber der Ghoul war schon ein bisschen angeschlagen. Das ist echt nicht fair so. Und deswegen wird die Dryade den Kampf auch für sich entscheiden können. Aber da kommt ein zweiter Ghoul dazu. Und der ist auch angeschlagen. Georg der Ghoul, aber er wird auch sterben. Ja. Oh Mann, und jetzt kommen hier die Echolites aber. Also er will hier nochmal eine Haunted Goldmine setzen. Das Gold hat er auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, wie viel Holz er hat. Das sieht irgendwie ein bisschen wenig aus. Ne, ich glaube, der hat 1800 Holz oder so. Nein, oder? Das sieht für mich irgendwie dreistellig aus. Oder vierstellig. Oder? Weiß ich nicht, aber es reicht, denke ich, dicke. Oh, und jetzt kommt es hier nochmal zum Fight an der Taverne. Der Firelord steht wieder, der Panda steht auch ganz ordentlich. Aber der Breath natürlich jetzt nur noch gegen die Abos. Gut, Scroll of Healing wieder eingesetzt beim Night Elf. Und die Bären werden halt rausgefokust von den Desis. Aber wieder wunderschöner Stuff of Preservation auf den Druid of the Claw. Und jetzt gibt es hier nochmal ein Level-Up für den Panda Brewmaster. Der ist jetzt auch mittlerweile Level 5. Und da kommt der nächste Breath of Fire Level 3 mittlerweile natürlich. Und die Bären machen einen richtig guten Job. Und da geht's auf den Licht. Der Licht hier hat Probleme, wenn man mal die Lebensbalken sehen würden, aber ich glaube, der ist relativ angeschlagen und da vorne stirbt nochmal eine Statue, die Abo wird nochmal rausgezogen, der Lich muss ja auch weggezogen werden und jetzt kommt hier nochmal eine Nova auf einen Druid of the Claw, das nächste Lavaspawn wird gefokust, wichtiger Stuff hier nochmal vom Firelord und der müsste jetzt fast Level 6 sein, wenn ich das richtig sehe. Die nächste Abo geht down, nochmal Stuff of Preservation, richtig gut. Und jetzt kommt hier auch endlich der Cryptlord von der Seite rein, aber der ist natürlich viel zu spät und Level 6 jetzt, glaube ich, und Impale auf den Panda und Level 6 jetzt für den Firelord. Ich weiß nicht mal, was das für ein Ulti ist und GG von Sweet, was? Ja, zwei Helden verloren, den Lich und den Cryptlord. Oh mein aber Gott. Aber das haben die Kameramänner auch nicht so wirklich eingefangen. Nee. Und guck mal, nicht, wie enttäuscht er ist. Der ist richtig traurig jetzt. Der heult, glaube ich. Ja. Der ist gut traurig. Und Freedom feiert natürlich. Ja. Aber ein feierndes Gesicht sieht aber auch anders aus, glaube ich. Ja. Vielleicht mussten sie ja nochmal spielen. Man weiß es nicht. Aber wir stellen fest, Sweet hier mit einer Niederlage und da die Maus zusammenpackt. Scheint es auch so, als hätte er das BO3, wenn es eins war, verloren. Also, das war der Versuch von uns. Und es tut uns wirklich leid, aber wir können da nichts dafür. Das war Platz 45 der 100 besten Replays aller Zeiten.